Ende 2017 hat Games Workshop eines ihrer beliebtesten Spezialistensysteme wiederbelebt. Necromunda Underhive ist ein Skirmish-Spiel, welches Gangkriege in den Makropolen der Warhammer 40k-Welt widerspiegeln. Ich habe die Box der Goliath-Gang vom Warhammer 1-Laden in Hamburg gestellt bekommen und schaue mir den Bausatz mal kurz an. In der Box enthalten sind 10 Miniaturen, welche aus etlichen Teilen bestehen, die in 2 identischen Gussrahmen geliefert werden. Dabei gibt es logischerweise 5 Körper, dazu noch 8 Köpfe und eine massive Anzahl an Waffen und zusätzlichen Gehänge in jedem der Gussrahmen, welche der Figur auch zusätzlich hinzugefügt werden können. Obwohl GW in den letzten Jahren stark in die Richtung gegangen ist, dass die Figuren nicht mehr ganz so modular sind wie früher, sondern fixere Posen und Teile haben, ist denen hier tatsächlich was ziemlich Gutes gelungen. Obwohl die Körper als Grundgerüst starr sind, passt auf jeden Körper, jeder Arm, jede Waffe und jeder Kopf. Die Klebestellen der Arme sind genauso dafür ausgelegt und man kann wirklich kreativ mit den Minis umgehen. Das zeigt auch die Anleitung. Diese erzählt einem nämlich überhaupt nicht, wie man seine Goliaths zusammenbauen kann oder soll, sondern gibt nur vor, welche Teile für besondere namhafte Figuren verwendet werden. Jetzt muss ich natürlich gestehen, dass diese Jungs sich für mich überhaupt nicht vom Rest unterscheiden, da sie den Großteil der gleichen Teile verwenden. Nee, aber hey. Designtechnisch finde ich die Jungs eigentlich ganz nett. Sie sind fette Technobarbaren mit Irokesenfrisuren und übertriebenen Waffen. Als Kritikpunkt muss ich tatsächlich auch etwas ansetzen. Denn auch hier haben wir wieder das typische GW-Problem der starren Hüften. Trotz der festen Basiskörper und einiger der Bewegungen, die eingebaut wurden, wirken die Figuren immer noch sehr starr, beziehungsweise hat man bei genauerer Betrachtung das Gefühl, dass alle Extremitäten in keinster Weise in Verbindung zueinander agieren und sich nicht gegenseitig beeinflussen. Das mag natürlich für den normalen Spieler egal sein, aber wenn man das schon mal bei anderen Herstellern gesehen hat, wie organisch Minis aussehen können, ja, dann fällt das hier halt auf. Ich meine, alte Meister angucken, so David, sieht man ja Hüfte, Arm und so, ne? Was ich ebenfalls an den GW-Minis in den letzten Jahren stark kritisiere, passt bei den Goliaths aber tatsächlich sehr gut. Die kastenförmigen Gesichter. Wie gesagt, die passen bei den Jungs wirklich durchaus. Und die wirken auch echt fein. Während größere Flächen zum Großteil glatt sind, wirken die Gesichter für diese Größe echt gut. Das zeigt auch wieder die Kunststoffqualität von Citadel. Gute Kontraste, verschwindende Klebestellen, klar strukturiert und dieses Mal auch nicht so überladen wie vom Hersteller üblich. Auch schön ist, dass vormodellierte Bases in der Box enthalten sind. Eine schön vielseitige Box für eine Gang der Goliaths, mit der man sich ein wenig beim Basteln austoben kann. Die Kunststoffqualität ist über alle Zweifel erhaben und der überzeichnete Comic-Look passt zu diesen dreckigen, bulligen und offensichtlich auch gewalttätigen Typen sehr gut. Was haltet ihr von der Goliath Gangbox? Verratet es mir in den Kommentaren. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an. Jetzt bei Fantasy Welt.